Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout Teil 3. Ja, ich habe nochmal hier hingespielt von einem älteren Spielstand und habe vorher nochmal gerastet, damit eben einfach Tag ist und nicht Nacht, weil nachts sieht man hier so gut wie nichts. Die Wackelpuppen hatten wir alle letztes Mal schon, ich heb sie trotzdem nochmal auf. Jetzt seht ihr nämlich auch erst die ganzen Farben hier, also alles blau, das finde ich ja schon mal sehr ansprechend. Aber, ja, es wird sich noch was ändern. Die hatten wir auch. Und guck mal hier, das ist mir eben erst aufgefallen. Das sind Violinen. In den Bäumen drin liegen Violinen. Also hier sitzt, da oben ist, ja, da ist auf jeden Fall der Stimmbogen. Und da unten die Saiten. Sehr, sehr seltsam. Naja. Warte mal, ich werde mal kurz die Stimmen lauter machen, dass man vielleicht mal das Baby hört. So, warte mal, die Effekte kann man eigentlich immer ein bisschen leiser, ne? Weil das Schießen ist doch schon sehr laut, muss ich sagen. Und der Rest ist sowieso immer sehr laut bei mir. So. Hatten wir auch schon. Oh, jetzt kommt wieder die rote Säge. Ich finde sie ja lustig. Achtung. Dada. 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 Ich find's total goldig. Dada. Da war's. Ich find's so geil. Oh, guck mal. Das sind Ghule, oder? Ja, und die verschwinden. Okay, jetzt sieht man es wenigstens richtig. Da, guck mal. Oder Skelette? Wieso geisterhafte Ghule einfach nur? Hatte ich den schon gelesen? Ist es nicht seltsam, dass alles, dem sie sich nähern, davonläuft? Ja, doch, das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Wow, alles so rot. Oh, guck mal, die Puppen. Die zeigen mir den Weg, oder... Ja, die zeigen mir den Weg. Die zeigen da raus. Also wenn ich nicht wüsste, dass das alles eine Halluzination ist, wäre das schon sehr komisch. Oh, jetzt laufen wir gerade... Wir laufen ja gerade auf den Blättern. Im Geäst. Was machst du denn da? Wahrnehmung. Das sieht nicht richtig aus. Ganz und gar nicht richtig. Nein. Jetzt ist nämlich gerade der Boden an der Decke. Das ist sehr kurios. Was ist das denn? Eine Nadel. Okay, da näht jemand. Hallo. Oh, ich sollte diesen Nadeln nicht zu nahe kommen. Was soll das? Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Was ist das? Lauter Ballons? Piep, piep, piep. Mama? WTF? Charisma. Oh Gott, wenn mein Kind so aussehen würde, dann würde ich es im Stich, dann würde ich es auch im Stich lassen. Oh nein. Herzstillstand. Was zur Hölle geschieht hier? Oh, die sind alle so bunt und die Farben ändern sich ständig. Oh oh. Das ist doch die Atombombe aus Megaton. Das ist Mr. Arschgesicht. Wie hieß der nochmal? Glück. Ihre Mutter ist tot und sie leben in einem postatomaren Ödland, in dem sie keine einzigen Freunde haben. Tja, sie sind nicht gerade ein Glückspilz. Na, danke auch. Das ist doch... Glückwunsch, mein Junge. Du wirst es schaffen und alles wird wieder gut. Du bist doch nicht Mr. Burke. Nein, nein. Noch nicht. Oh. Das wird nur wehtun. Da wurde doch B-U-R-K-E geschrieben. Wow, ich bin wieder draußen, Leute. Das ging schneller als gedacht. Aua. Da Blähfliegen hier. Komm, die machen überhaupt keinen Schaden, aber die nerven halt tierisch. Ihr nervt tierisch. So. Oh ne, da hätten kommen wieder die Wahnsinnigen angerannt, oder? Die Penner. Nee, ich habe keine Zeit hier rumzuspielen mit euch, sondern ich muss wieder zurück zur Kapelle. Ich habe nämlich meine Mission erfüllt, auch wenn es ziemlich komisch und durchgeknallt war. Oh, warte mal, da vorne. Das will ich gerade noch kurz erforschen, diese Villa, die kenne ich gar nicht. Und dieses Haus und überhaupt und sowieso und alles. Was steht da? Ach so, das... Ach, da ist er. Da ist er.
Aua. Ja, ich hab dir die Beine verkrüppelt. Ja gut, er ist eh schon krüppel. Ich glaube, das stört ihn nicht sonderlich. Na, geh weg. Geh weg. So, Kopf weggeballert. Wie ihr aussieht. Das macht auch nicht viel aus, wenn ich euch den Kopf abschieße. Nicht wirklich. Was? Ich habe es gehört. Ja, komm, Buff out. Wilde Bunga. Bunga, Bunga. Lecker, lecker, lecker. Mmh. Aua. Woher dann? Ach, von da. Du bist das, mein Freund. Na, komm her. Ich kann auch gut schießen. Leise Treter, Penner, Schweine, komm her. Lass mir dir in den Kopf schießen. Oh! Das ist unfair. Mit ihren verdammten Knarren, was die mir abziehen. Ich habe doch extra gute Ausrüstung mitgenommen. Ihr wollt mir nicht erzählen, dass ihr mir so viel abziehen könnt. Ja komm, erstmal wilde Punga. Ich habe ja nur 2, 3 davon. So. So, gleich habe ich dich. Arschgesicht. So. Anbauerhütte. Okay. Ich frage mich, was ihr hier anbaut, ihr Verrückten. Na gut, wahrscheinlich Punga-Früchte, so wie es aussieht. Weil ich mich gleich mal wieder versorgen. Ihr habt mich ja angegriffen, also nehmen, glaube ich, euch jetzt euren Kram. Was haltet ihr davon? Gute Idee, ne? Ja. Idioten. Könnt mich doch nicht einfach hier über den Haufen schießen wollen, beziehungsweise niederknüppeln. Ich hätte jetzt eher gedacht, die bauen hier was anderes an. Meth oder so. Nein, das baut man nicht an. Ja. Komm, gehen wir mal gucken. Ich wollte schon sagen, ich hoffe, hier drin ist alles sauber. Also nicht sauber in dem Sinne von sauber, sauber, sondern halt rein, dass da nicht irgendwie Leute drin rumrennen. Okay. Oh. Okay. Schließfach 1213, Stimme von Bern. Bern, die Hauptstadt der Schweiz. Nicht wie nicht Zürich, wie man denkt. Das Kennwort. Hahnenfuß. Warum? Never should come here. Oh. Von wegen Leisetreter. Guck dir den mal an. Oh. Alter, warum ist es eben so schnell gelaufen wieder? Nein. So. Arschgesicht. Nicht schlagen. Nicht schlagen. Oh Mann, ich treffe natürlich nicht den letzten Schuss. So. Ist doch furchtbar. Aber Hauptsache, sie haben eine anständige Wasserquelle hier drin, ne? Hauptsache, funktionierende sanitäre Anlagen. Mann, 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 ey. Gibt's hier noch was? Da vielleicht ein bisschen Bohnen. Polizeimütze. Nehmen wir mal mit. Just for the lols. Haben wir hier noch was? Nö, nö. Sieht nicht so aus. Ich find's nur erschreckend, dass diese Typen absolut resistent gegen meine Pfeilpistole sind. Irgendwie. Oh ja, ich bin hier wieder bei Laden. Mann, 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 das geht hier immer so schnell. Ich sammle nur ein bisschen was auf und schon ist wieder vorbei. Kann ich gerade den ganzen Kram wieder futtern. Oh, ein Jet. Ja. Nee, jetzt reicht's aber auch. So. Ich wollte ja noch diese Villa da erforschen, oder was das sein mag. Ich hoffe mal, da sind nicht noch mehr Gegner. Das wäre recht unangenehm. Also noch so ein Haus hier. Das ist ja so typisch, diese Provinzialzeit. Nee, wie sagt man? Nicht Provinzial, Kolonialzeit. So kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg oder was. Da wurden doch hier... Das kennt man ja aus Filmen, ne? Das ist ja so... Macht man ja sehr gerne. Gutshaus Blackhall. Davon habt ihr mir erzählt. Da gibt es noch eine Quest, aber... Ich würde sagen, da gehen wir später mal hin, oder? Ja, da gehen wir später hin, komm. Ich gehe jetzt nämlich erst nochmal kurz zu meinem Lieblingskrämer. Zu Haley. Hey, Halley, Halley. Keine Ahnung, wie man den jetzt nochmal richtig ausgesprochen hat. Ich werde nochmal ein bisschen kramlos werden. Und dann gehe ich zu den Tempel zurück und werde mal mit diesen Typen quatschen. Hey, Halley. Wollen Sie etwas kaufen? Na dann hereinspaziert. Ach ja, komm, zeig mal, was hast du denn? Ich hab so allerhand. Sehen Sie sich doch um. Ja. Du bist der Beste. Kernspaltungsbatterien. Wie viel brauchte ich? Warte mal. Sind. Ja, Moment. Moment. Geh nicht weg.
Ein Level Whisky, 3 Säcke Hefe, ich habe aber 4, okay. 6 Kernspaltung, das passt erneut ja. Erneut willkommen in Haleys Kram. Also doch Haley, na gut. Gern, Haley. Darum bin ich doch hier. Dann gib mir mal alle deine Kernspaltungsbatterien. Oh Gott, die wiegen so viel, ne? Dafür kriegst du noch ein bisschen Hefe von mir. Ja. Die wiegt 5, ne? Die muss ich auch mal langsam loswerden. Ja, ich verkaufe jetzt mal das Unterdings repartier, bla, weil... Ja, irgendwie ist es mir zu schwer. Ich benutze es eh nicht oft genug. Oh, Stange kippen, weg damit. Die wiegen alle so viel hier. Machen wir mal 4, dass ich noch 3 Stück habe. Komm, das kannst du auch haben. Ja. Polizeimütze, ne? Was ist denn schwer hier? Was ist denn... ja, komm, weg damit. Das ganze Essen, bevor ich mir das Öl da reinpfeife. Ich habe so viel von allem. Ja, was ist denn noch schwer? Eichhörnchen ist nicht schwer, aber muss weg. Breiter Hut, den habe ich auf, oder? Den habe ich auf, ja. Der muss bleiben. Ich habe halt immer noch Minus. Ich will Plus. Ich will ins Plus kommen. Warte mal, du kriegst noch Mini-Atombomben von mir. Was hältst du denn davon? Ich will nämlich dein Geld. Du sollst nicht meins haben. Sie dürfen... Ja, warte mal, ich bin hoffnungslos überladen. Achtung. Ja, warte mal. Ich esse mal die ganze Punga jetzt, soweit, bis es passt. Ich will ja nur schnell die Quest abgeben. Und dann kann ich wieder munter weitersammeln. Dann habe ich jetzt nämlich massig... Was heißt massig? Dann habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz im Inventar. Okay. Ja, ja. So, wo war dann die Schwarzbrenner-Hütte? Das war die? Nee, hier. Hütte von Marguerite. Das war die. Okay. Ja, diese verdammten Kernspaltungsbatterien, die sind ganz schön schwer, das glaubt man gar nicht. So, Marguerite. Na, wenn das nicht mein allerliebster Fremdling ist. Wenn das nicht meine verrückteste, ich sag jetzt nicht liebste ist, aber die verrückteste. Okay, das Tonikum. Wir müssen die Zutaten zusammensuchen. Du meinst ich. Ich hab die Hefe dabei. Ich verstehe. Herzlichen Dank. Und? Wir müssen die... Ja, ja. Und die Batterien. Das habe ich mir gedacht. Diese Dinger stinken entsetzlich, nicht wahr? Na, dann will ich sie Ihnen jetzt endlich mal abnehmen. Wie sieht's mit dem Tonikum aus? Es köchelt schön vor sich hin, Schätzchen. Das dauert etwa einen Tag. Warum kommen Sie nicht später wieder? Nee, okay. Aber wenn du überlegst, das ist richtig teuer gewesen, diese 5 Kernspaltungsbatterien. Die waren jetzt nicht billig. Und ja, eigentlich ist mir noch mehr schuldig als die bisschen Alkis, die sie mir versprochen hat. Okay, wir reden mal. Du bist in unserem Stamm willkommen. Okay, nur weil ich jetzt einen Trip geschoben habe, bin ich bei euch willkommen, so. Mutter Punga hat dich wahrlich mit ihrer Weisheit erfüllt und dein Bewusstsein erweitert. Hat es funktioniert? Ist das Ritual abgeschlossen? Eine Zeit lang glaubten wir, deine Seele hätte sich zu weit von deinem Körper entfernt und du hättest diese Welt verlassen. Aber du bist zurück. Auch wenn der Körper durch das Ritual gezeichnet wird, die Seele wird für immer gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen. Du bist jetzt in unserer Kathedrale willkommen. Tritt ein, erleuchteter Bruder. Okay. Punga-Kraft. Der Verzehr von Punga-Früchten hat nun verstärkte Wirkung. Das ist schön. Okay. Woran glaubt der Stamm? Wir streben nach Expansion des perfekten Geists und lehnen das Körperliche, das Verdorbene, entschieden ab. Die materielle Welt ist schlecht und unvollkommen. Wir wollen unseren Geist aus seinem irdischen Käfig befreien und eine bessere Welt finden. Ja, wer führt diesen Stamm an? Jackson. Ein sehr weiser Mann. Er hat sich in seine Höhle der Einkehr zurückgezogen, um das Unerklärliche zu durchdringen. Nur die Rechtschaffenen genießen das Vertrauen und kennen diesen Ort der Offenbarung. Leider wird mir dieser Segen nicht zuteil. Okay. Warum wurde die Villa angegriffen? Der am meisten Erleuchtete von uns ahnte, dass die Hüter des Schicksals selbst verfügen würden, die Villa auf die Grundmauern niederzubrennen. Wie kann es sein, dass hier so viele Punga-Früchte wachsen? Die Punga ist das Geschenk der Erde. Zum Dank dafür, dass wir das Gleichgewicht zwischen der Natur und den höheren Sphären aufrechterhalten. Die Punga hat erkannt, dass wir unsere verderblichen Höhlen hinter uns lassen wollen und nähert unser Bestreben. Okay, das mit Jackson weiß ich ja schon. Ich muss los. Ich wünsche Glück und Segen auf allen Reisen. Du hast echt eine Klatsche. Ihr seid total... Oh, Sekten. Ich sag ja, Leute, also Sekten... Ich glaube, ich meine die ganzen Punga-Früchte. Lololo. Sekten haben alle irgendwie was. So ein bisschen Dreck am Stecken. Ich weiß ja nicht. Ich nehme jetzt nochmal die gezüchteten Punga.
Jetzt bin ich eh wieder überladen. Und von den anderen habe ich hier noch welche. Ich weiß nicht, ich bin da sehr, sehr mit Vorurteilen behaftet. Also Sekten im Allgemeinen, egal welche Sekte es ist. Sei es die Zeugen Jehovas, sei es jetzt Scientology, sei es... Ja, von mir aus auch Ku Klux Klan, die sowieso sind die allerschlimmsten. Weil es geht gegen die Menschenrechte und so weiter. Also die gehören eigentlich alle verboten, beziehungsweise sollen die alle schön eingesperrt werden. Sei mit uns. Ja, ja, laber nicht. Ihr Quatsch sein, Mist. Aber die sollen mir gerade die Ruhe lassen. Letztens standen nämlich wieder die Zeugen bei mir vor der Tür. Samstags, morgens um 8:30, ja. Und die wollten mir doch tatsächlich irgendwie was aufdrängen. So ein Infoblatt und bla. Und hier Messe, die man auch besuchen kann als Nichtzeuge, als Christ. So eine kleine Infomesse. Und da habe ich mir schon gedacht, ey, macht das ihr mal hier mir aus dem Gesicht geht, sonst passiert was. Die hatten so wieder dieses gottgefällige Grinsen auf dem Gesicht. Ich hätte gerade reintreten können mit, ich weiß nicht, mit irgendwas. Mit irgendwas, was sehr weh tut. Am besten mit meinem Schreibtisch oder so. Mal so quer übers Gesicht gezogen, dass das Grinsen weggeht. Nee, tut mir leid, ich bin da wirklich sehr, sehr rabiat, was das angeht. Das ist abartig. Vor allem, die eignen sich ja dann ganze Familien an gleich. Okay, was hat sich jetzt da verbessert? Ja gut, die Radioaktivität geht stärker zurück, aber das ist okay. Das ist gut. Das finde ich doch toll. Nee, ich weiß nicht, wenn einer von euch ein Zeuge ist, tut mir leid, ihr seid verlorene Seelen. Ganz ehrlich, ich meine, Glaube ist ja okay. Ich bin jetzt auch nicht gerade ein gläubiger Mensch, eigentlich überhaupt nicht. Aber dass man sich dass man das so in die Welt kotzen muss, ganz ehrlich, ich finde das schrecklich. Ja komm, gib mir alle eure Bunker. Dann soll man den Leuten doch selber überlassen, an was sie glauben möchten oder nicht. Nein, es wird einem dann aufgezwängt. Und man muss ja dann... Na, ich sag ja, was ich da gesehen habe, ich habe da irgendwann mal einen Bericht gesehen über einen Aussteiger von den Dingens hier, von Scientology. Und da kam schon ganz schön viel Dreck ans Tageslicht, dass die da die Kinder schon indoktriniert haben. Heißt, dass die Kinder da schon mit ihrem Glauben irgendwie, was weiß ich da, dass sie da schon so drauf getrimmt wurden, an den Mist zu glauben und was weiß ich. Und da kommt ein Raumschiff und, na gut, das war jetzt Scientology. Ich rede jetzt allgemein eigentlich mehr von den Sekten, aber das ist... Nee, Leute, jetzt genug ausgekotzt über die Sekten. Muss mal so gesagt werden. Guck mal, ich kann mir alles einstecken, das finde ich lustig. Los, Alk, Fusel. Okay. Der Friede sei mit uns. Bei der Frisur? Ich weiß ja nicht. Da kann man sich nicht irgendwie einen Seelenfrieden mit erkaufen. Werde eins mit deinem Geist. Ich schieß dir gleich den Kopf weg, dann bist du eins. Ihr habt da echt alle eine Klatsche. Stöhn mich nicht so an. Ich hab Angst vor dir, Frau. Wer bist du denn? Das ist Nadine. Wir haben offenbar ein neues Stammesmitglied. Du kannst sogar noch in ganzen Sätzen reden. Du bist ja ein echter Glückspilz. Was meinst du mit nicht so viel Glück? Erinnerst du dich noch an deinen Namen? Oder an Mathematik? Wie steht es mit deinem Gedächtnis? Als ich wieder zu mir kam, konnte ich mich fetzenweise an ein weißes Licht und ein Stimmengewirr erinnern. An mehr nicht. Verrückt, was? Aha. Aber du sabberst nicht. Also ist mit dir alles in Ordnung. Die anderen hatten nicht so viel Glück, als ihnen die Köpfe aufgeschnitten wurden. Bitte was? Die Köpfe aufgeschnitten? Was meinst du damit? Fühlst du dich da drin wirklich gut? Du solltest deinen Kopf nach einer Narbe absuchen. Die haben wir alle, nachdem wir in diesem Sumpf waren. Naja, am Ende des Rituals, wenn du ohnmächtig bist, schneidet dir so ein Kerl den Schädel auf und befreit deinen Geist. Das heißt, er reißt das Stück Hirn raus, das anscheinend dafür verantwortlich ist, den Menschen zu hemmen. Aber das klappt nicht immer ganz. Jedenfalls kommst du mir recht aufgeweckt vor. Willkommen also in unserem Stamm. Ich heiße Nadine. Okay. Kannst du die Narbe wegmachen? Du hast Glück gehabt. Wahrscheinlich bleibt dir kein dauerhafter Schaden. Die Narbe wird schon verheilen. Und dann bist du wieder wie neu. Natürlich wird dir trotzdem ein Stück Hirn fehlen. Aber wie es aussieht, hättest du das ohnehin nicht gebraucht. Und jetzt halt bitte still, damit ich dich wieder zusammenflicken kann. Narbe entfernt. Ich habe die Narbe jetzt gar nicht gesehen. Naja, ist ja nicht so schlimm. Wer hat mir den Kopf aufgeschnitten? Ganz blicke ich nicht durch, aber ich habe da so einen Verdacht. Ich werde mal ein bisschen rumschnüffeln, vielleicht finde ich ja was raus. Triff mich morgen oder so beim Schiff am Fluss. Vielleicht kann ich dir dann was sagen.
Ich weiß nicht, irgendwie die Stimme passt überhaupt nicht zu ihr. Nadine, deine Mutter hat mich beauftragt, dich zu finden. Hör mal, es ist ja nicht so, dass ich nicht heim will. Ich meine, ich liebe meine Mom, auch wenn ich ihr manchmal die Haare einzeln ausreißen möchte. Es ist nur so, ich bin gekommen, um mein Glück zu finden. Etwas, mit dem ich mich verwirklichen kann, das ich nach Hause mitnehmen kann. Wenn du meine Mutter siehst, rich dir aus, dass ich nach Hause kommen werde. Irgendwann, aber noch nicht gleich. Naja gut. Wer führt denn diesen Stamm an? Das weiß ich zwar schon, aber... Schätze, du meinst Jackson. Er predigt die Erleuchtung, aber leuchten tut bei ihm nicht viel. Zumindest nicht mehr als beim Rest dieser Armleuchter. Ich will schon länger mit ihm über diesen Ort hier reden. Aber er ist wieder mal irgendwo am Meditieren. Naja, warum wurde die Villa angegriffen? Moment mal. Das war alles Jacksons verrückte Idee. Jackson? Ich wäre nie so blöd gewesen, mich freiwillig für dieses Himmelfahrtskommando zu melden. Als ich das letzte Mal etwas zu nah an der Villa vorbeispazierte, hetzte mir so ein alter Ghoul seine Hunde an den Hals. Muss ich nicht nochmal haben. Okay, wo finde ich Jackson? In seiner sagenhaften Grübelhöhle, schätze ich mal. Wir dürfen nicht wissen, wo die ist. Anscheinend sind wir nicht erleuchtet genug. Ich hab die Schnauze voll, sag ich dir. Ich dachte, das würde ein echt geiler, sagenhafter Trip werden. Dabei ist der gleiche Mist wie überall sonst. Deswegen bin ich Jackson ja auch in seine bescheuerte geheime Höhle gefolgt. Ich weiß nicht, bei der Stimme glaube ich ihr nicht irgendwie... Ich kauf's ihr nicht ab von diesem geilen Trip und so. Die Stimme passt nicht dazu. Na, ist ja egal. Klingt ja nicht gerade so, als hättest du viel Spaß hier, oder? Ich bin erst seit einer Woche hier, aber ich habe schon keinen Bock mehr auf diese Schwachköpfe. Außerdem habe ich bereits massenweise Pungas geklaut. Hey, wenn du immer noch wissen willst, wo Jackson sich verkriecht, kann ich dir helfen. Ich pfeife auf die Leute hier, weißt du? Seine Höhle ist unter der Kathedrale, ist aber schwer zu finden. Hier ein Schlüssel. Der Weg führt durch das Schiffswrack bei den Klippen im Osten. Ach, auf einmal. Okay, interessiert mich nicht. Ich muss los. Ja, genug gequasselt. Nichts wie los. Du bist auch sehr seltsam. Gut, jetzt kann ich zu Desmond zurück und ihm berichten. Diese Typen hier. Der Friede sei mit uns. Schießt ja gleich irgendwo hin. Mann, ihr mit eurem Frieden, immer dieses Heilpredigen da, das hasse ich der auch Friede so. Der Friede sei mit uns. Schön die Augen verschließen vor der Wirklichkeit. Oh, ich überwinde gleich das Fleischliche und schieß euch alle in meinen Haufen. Ohne Witz, sowas macht mich so ein bisschen aggro. Das ist immer dieses, dieses Gefällige einfach, so dieses, bäh, alles gut und alles toll, solange wir nur an unseren Glauben halten und bla und... Entschuldigung, ich sag ja, wenn jemand von euch an Gott glaubt, das ist okay, das ist jedem selbst überlassen, aber dieses Fanatische einfach, dieses, oh, tut mir leid, ich reg mich jetzt wieder nur auf. Das will ich ja auch nicht. Ich will mich nicht aufregen die ganze Zeit. Aber mich nervt sowas tierisch. Ich will jetzt mal in den Leuchtturm. Wisst ihr was? Ich mach das jetzt so. Ich geh zur Villa. Ich hab ja gesagt... Oder nee, komm, ich red noch mit Desmond. Nächsten Teil gibt's dann wieder Rumgedörpe. Ich verspreche es euch. Ich weiß noch nicht, was ihr da einmal so sehen wollt. Ob euch das egal ist oder ob ihr auch mal ein bisschen was außerhalb der Quests sehen wollt. Aber ich will natürlich auch alles erkunden. So ist das eben. Das werde ich im Hauptspiel ja auch noch tun. So oder so. Das ganze Ödland, auch wenn ich schon lange Level 30 bin. Was ja mit dem Addon so... Okay. Ja, was mit dem Addon ja so ist, dass man bis Level 30 aufsteigen kann. Sieht aus wie ein Engel in dem Licht. Oh. Hast du dich denn schon bei diesen Stammesleuten eingeschlichen? Ein hässlicher Engel. Ich bin drin und ich weiß jetzt, wo sich ihr Anführer versteckt. Und? Warum bist du nicht hin und hast ihn ausgequetscht? Ich bin nicht dein Vater, du Rotzbengel. Du brauchst nicht wegen jedem Furz zu mir zu kommen. Geh und finde heraus, was er mit dem Ort vorhat. Du bist ja nett. Okay, ich muss los. Zurück an die Arbeit. Ich weiß, nur auf Englisch hat er jetzt ganz schön derbe rumgeflucht und nicht so wegen jedem Furz und Rotzbengel. Der hat da andere Worte benutzt. Das F-Wort zum Beispiel. Und ich meine jetzt auch nicht Furz. So. Ja. Fnack in Fnack. Sowas. Um's abzuschwächen ein wenig. Ich weiß... Viele finden das amüsant, wenn man so außerordentlich rumflucht, aber ich find's ehrlich gesagt ein bisschen schwach, sowas. Leute, die fluchen, die können sich nicht so ausdrücken mit Worten. Das zeigt zumindest in meinen Augen so eine gewisse geistige Schwäche, wenn man nur rumflucht oder viel rumflucht. Ach, guck mal, da ist ja was zu futtern. Ach komm, Nudeln. Ah, ist mir egal.
Ist mir egal, ich will an den Leuchtturm. Das mache ich jetzt noch. Die 5 Minuten, die haben wir noch. Okay. Ich frage mich echt, ob ich da jetzt einfach so hochkomme. Auf jeden Fall will ich die Glühbirne einsetzen. Die wiegt immerhin 5 Gewichtseinheiten. Und das ist in meinen Augen schon recht viel. Das sind 5 Bungas. Bunga, Bunga. Und die hatten noch ganz viele im Tempel. Die will ich alle mitnehmen. Weil sie blöd sind, diese Sektentypen. Bunga. Nein! Ey, da nehme ich 2 auf und bin direkt wieder überladen. Was ist das denn? Ist logisch. Okay. Schauen wir mal. Komm ich da? Ich guck mal. Ja, und ich werde runterspringen vom Leuchtturm. Meine Güte. Das wollen auch die ganze Zeit Leute sehen. Keine Ahnung warum. Vielleicht kommt ja was Bestimmtes, aber ich soll es halt mal tun. Oh, weißt du was? Schießt ja ins Gesicht. So. Da tut es nämlich weh. Warte, jetzt esse ich mal. Habe ich nicht noch von jungen Meyerlurks? Ne. Habe ich irgendwas anderes, was ich nicht brauche? So, die Teufelseier zum Beispiel. Oder wilde Bunga. Ja, komm. Ich will nämlich das gute Meyerlurk-Fleisch. Das gute Fleisch. Hey, ohne Witz, da kommt man doch gar nicht hoch. Erzählt mir doch nichts. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich kann nicht mal springen hier auf diesem Felsen da jetzt. Mach, geh hoch. Ich kann mich wahrscheinlich wieder irgendwie so hochbacken hier. Ich sehe das ja schon. Immer so am Rand lang drücken und dann... so wie das halt mal geht bei diesen Bethesda-Rollenspielen. Ja, genau, ihr seht's. komm ich an. Komm ich an. Jetzt geh rauf. Hör, wo ist mein Hut? Warum habe ich meinen Hut nicht auf? Mann, da ist doch Wahrnehmung weg. Hey, ich habe den Leuchtturm entdeckt. Das würde jetzt eigentlich schon ausreichen und ich müsste einfach nur schnell hinreisen. Guck mal, hier wäre ich doch gar nicht... Ach doch, natürlich. Da unten den Weg hoch. Oh, ich bin so doof. Naja, komm. Keine Zeit. Gut, ich hoffe, wir sind keine Gegner. Dafür ein Haufen Leichen und Zeug. Was ist das hier für Zeug? Ey, sag bloß, die Jukebox geht noch. Das wäre jetzt lustig. Cherry Bomb wiegt nichts. Kann ich einstecken. Cherry Bomb, Cherry Bomb. Für was sind die eigentlich gut? Ich glaube, ich habe im ganzen Spiel noch keine Cherry Bombs eingesetzt, seitdem ich das spiele. Oh Gott, wie das da hochgeht. Komm schnell! Der hat sich's auch gemütlich gemacht auf der Fensterbank. Einfach mal gestorben. Mit einer Flasche Bier. Om nom nom. Lecker. Nee, Bier ist nicht lecker. Bier ist eklig. Pfui. Wie kann einem nur Bier schmecken? Das ist auch sowas, was ich nicht verstehe. Ja, jedem das seine, aber. Ich habe auch gehört, viele trinken es nur, weil es mit dem zweiten und dritten dann irgendwie besser schmeckt. Wenn der Alkohol so langsam wirkt. So, schauen wir mal. Überall Fotos, was... Ja, ich weiß, ich soll die eigentlich aufsammeln, die Kameras, weil die kann man wohl in Broken Steel dann gut abgeben. Aber ich habe halt keinen Platz und ich bin eh bald so reich. Wie viel habe ich denn jetzt schon eigentlich? 12.000, pff, ja. Oh, seht mal, da kann ich jetzt... Aha! Hahaha. Glühbirne eingesetzt. Kann ich das jetzt schon aktivieren oder passiert das automatisch später? Oh, warte mal, da ist noch ein Holoband. Irgendwie. Achso, das habe ich vielleicht schon im Truck gefunden. Ihr wisst ja, da war ja auch sowas von wegen mit der Birne. Ja, ne, passiert jetzt nichts. Ja, ja, dann springe ich halt mal runter. Ich weiß genau, es ist wahrscheinlich nur Firlefanz und bringt nichts. Sollen wir mal einen Quicksave? Wow, Platsch. Ganz toll. Und die Beine verkrüppelt, ja. Bringt mir auch nichts mehr, wenn ich tot bin. Ich sag ja, das war jetzt wahrscheinlich nur Verarsche. Aber ist okay. Ich weiß ja, ihr wollt sowas gerne sehen, so. Sowas Komisches, was eigentlich gar keinen Sinn hat, oft. So, warte mal. Wo ist der Leuchtturm? Da ist der Leuchtturm. Dann mach ich mal kurz Nacht. Machen wir mal Nacht. Wenn das einfach so ginge, ne? Ich mach jetzt mal Nacht. Ich bin müde, ich mach Nacht. Oder ich bin nicht müde, ich mach Tag. Das wäre geil, wenn das ginge. So. Kann es sein, dass der Leuchtturm nicht geht? Hallo? Kann es sein, dass du nicht gehst? Kannst du mir... Nee. Warum geht der Leuchtturm nicht? Draußen ist jetzt irgendwie aus, als wäre es wieder Tag, ne? Och, Mann, oh. Das hat, glaube ich, auch der Leviathan geschrieben. Er schrieb ja, dass es dann wohl so richtig cool aussieht, wenn das Licht über den Sumpf strahlt. Dass es so von der Atmosphäre richtig super rüberkommt. Ich habe das leider nie gemacht damals. Also ich habe das,
Ja, echt, halt nur einmal durchgespielt. Ich glaube, ich habe nur die Hauptquest gespielt. Das war halt schon so die Zeit, wo ich dann schon recht übersättigt war von Fallout. Aber mittlerweile ist halt schon die Lust auf jeden Fall wieder da. Es war halt nur damals, da habe ich wirklich jeden Tag gespielt, so 1-2 Stunden. Und irgendwann hat man halt auch mal neue Spiele und ist ja auch mal gut, ne? Wenn man so viel gespielt hat hier. Hallo? Geht das nicht? Geh doch. Fehlt da noch eine Birne oder? Ich weiß halt echt nicht, was da jetzt faul ist. Nee. Nee, keine Ahnung. Ja, Leute, tut mir leid. Ich krieg's nicht zum Laufen. Vielleicht... Ja, vielleicht könnt ihr mir einfach schreiben in den Comments, wie ich das Ding zum Lauf krieg, den Leuchtturm. Das komische Wasser da, das sieht voll... weiß nicht, voll buggy aus. Naja, ich mache hier erstmal einen Cut, Leute. Nächstes Mal werde ich mich dann so ein bisschen erkundigen. Dann könnt ihr ja immer noch schreiben, falls ich dann jetzt schon vorher das aufnehmen sollte. Ist ja immer so eine Sache, wie ich gerade Zeit habe. Aber gut, ich sage jetzt schon mal bis zum nächsten Mal mit Fallout Teil 3.